Sie haben gesagt, Heidegger hat gesehen, dass seine Theorie falsch ist. Wahrscheinlich ist Heidegger der wichtigste Philosoph dieses Jahrhunderts. Ganz sicher aber ist er der umstrittenste, denn er hat mit dem Nationalsozialismus paktiert. Die Frage von Frau Domin war, ich hätte gesagt, meinte sie, dass sich Heidegger über Röhm so aufgeregt hätte, weil er gesehen hätte, wie seine Erwartungen in Bezug auf die geistige Erneuerung Europas irrig gewesen waren. Warum hat er sich dann nicht über dieses so unendlich viel Schlimmere und für uns so unendlich Schändliche der Extermination, also der Vernichtungslager, entsprechend aufgeregt? Meine Antwort war, er hat sich so aufgeregt, dass er nicht einmal den Mund darüber öffnen konnte. Heidegger ist zum Politikum geworden. Nach der Historikerdebatte die Heidegger-Debatte. Das Entscheidende droht auf der Strecke zu bleiben, die Philosophie Heideggers. Vorausgesetzt, sie hat uns noch etwas zu sagen, darf sie uns noch etwas zu sagen haben. Hannah Arendt, 1969, über Heidegger. Der Sturm, der durch das Denken Heideggers zieht, stammt nicht aus dem Jahrhundert. Er kommt aus dem Uralten und was er hinterlässt, ist ein Vollendetes, das, wie alles Vollendete, heimfällt zum Uralten. Die Stadtkapelle von Meßkirch hat seit dem 80. Geburtstag des Philosophen einen Heidegger-Marsch im Repertoire. Dass der Prophet nichts gilt im eigenen Land, gilt also nicht für Meßkirch, wo Heidegger 1889 zur Welt gekommen ist. Angesichts der mächtigen katholischen Kirche, wo der Vater Messnerdienste versah, wächst Martin auf. Er war Leutebub, die Kirche hatte ein Auge auf ihn, förderte ihn. Martin sollte Priester werden. Aber er will ins Offene hinaus, auf den Platz zwischen dem geduckten Haus und der Kirche. Später wird er das die Lichtung nennen. Eröffnend, aus dem Selbstverständlichen und deshalb Häuslichen herausführend, wird auch sein Denken sein. Das Fragen war seine Leidenschaft, nicht das Antworten. Herr Professor, Sie haben jahrzehntelang über das Wesen des Menschen nachgedacht. Zu welchen Einsichten sind Sie gekommen? Die entscheidende Erfahrung meines Denkens und das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Und diese Frage ist deshalb von Bedeutung, weil wir im abendländischen Denken das Wesen des Menschen dadurch bestimmen, dass er in Bezug zum Sein steht und existiert, indem er dem Sein entspricht. Das heißt, der Mensch ist als dieser Entsprechende dasjenige Wesen, das Sprache hat. Und im Unterschied, glaube ich, zur buddhistischen Lehre, ist im abendländischen Denken ein wesentlicher Unterschied gemacht zwischen dem Menschen
und den anderen Lebewesen, Pflanze und Tier. Der Mensch ist ausgezeichnet dadurch, dass er Sprache hat, das heißt dadurch, dass er in einem wissenden Bezug zum Sein steht. Und diese Frage nun nach dem Sein ist in der bisherigen Geschichte des abendländischen Denkens nicht gestellt oder deutlicher gesagt, das Sein selbst hat sich in dieser Hinsicht für den Menschen bisher verborgen. Und deshalb muss nach meiner Überzeugung diese Frage jetzt gestellt werden, um zugleich eine Antwort zu bekommen, was und wer der Mensch ist. Man kommt jemandem näher, wenn man weiß, woher er kommt. Meßkirch ist eine Kleinstadt auf der Schwäbischen Alb, zwischen Bodensee und Oberer Donau gelegen. Eine karge, vormals ärmliche Gegend, auf der Grenze zwischen dem Alemannischen und dem Schwäbischen. Das Alemannische naturell ist eher schwerfällig, hintersinnig, auch grüblerisch. Das Schwäbische ist heiterer, offener, auch listig. Heidegger hat von beidem etwas. Am Stammtisch im Meßkirchner Löwen erinnert man sich. Wenn er da war, hat man ja immer gleich gesehen. Er hat immer seinen braunen Mantel da angehört und sein rundes Käppli. Ja. Gar nicht anders hat man den gesehen, solange ich weiß. Ja, und ja? Ich kann mich nur daran erinnern, dass er erzählt hat, wenn er einmal bei seinem Bruder hat er ja gewohnt, wenn er in Meßkirch war. Ja. Dann ist er mal der Graben hinter vier gekommen. Und Brunneremme, die haben die ja noch alle kennen. Das war also, heute hätte man sagen, Perle. Gell, das mal hat man Putzfrau gesagt. Gell? Ja. Ich kenne sie auch bloß im Schutz und mit zwei Putzeimer. Dann ist sie dahinter und der Heidegger kam in der Viere und die sind ja miteinander in die Schule gegangen. Und dann hat sie sich alle überlegt, wie soll ich jetzt meinen berühmten Klassenkamerad anreden. Ja. Na, bei uns sagt man halt, heuer, bist du da oder? Ja. Dann hat sie gedacht, oh, so, das kann ich also ich machen. Dann hat sie gesagt, das hat Martin öfter selber gell, erzählt, ist man auch da. Ich mache auch da. Aber Sie sind ja der älteste, bekannteste Meßkircher, den Heidegger noch gekannt hat. Ja, ich bin der älteste von Meßkircher. Ja, ja. Ich bin, Altbürgermeister oder nicht, ja. Ja, ja. Ah, ja. Aber ihr kennt, wo ich Bürgermeister war, hatte früher schon. Als Bub, als Lausbub. Ja. Von meinem Vater habe ich immer einen Säbel gekriegt. Das ist ein Schleppsäbel, der war zumindest so lang. Aber normal ist er so lang. So war, aber der war aus Stahl, nicht aus Blech. Nicht? Und der Scheibe auch massiv gewesen. Und dann hat die Riemen dran zum Anhängen. Da hat man keine Aufhänger und da hat man auch keinen als Schleppsäbel nehmen. Und der hat er halt alle Welt gekriegt. Er war halt der Hauptmann, nicht wahr? Der Hauptmann, ja. Heidegger hatte einen jüngeren Bruder, Fritz Heidegger, hier im Gespräch mit seiner Cousine. Fritz blieb zeitlebens in Meßkirch. Die Schule war immer der Frechste und der Gescheiteste. Er war doch klein und die anderen haben kolossalen Respekt gehabt. Hat Fritz, der Bankkaufmann und Alleinunterhalter in Meßkirchner Wirtshäusern, mit seinem Bruder philosophiert? Ich habe ihm sogar manchmal Ratschläge erteilt. Über was? Hat nicht über viel zu. Ich meine, was Nein, speziell? Nein, zum Beispiel beim Kollationieren. Da habe ich hier damals gesagt, er hat manchmal in einem einzigen Satz mehrere Wahrheiten. Dann habe ich gesagt, Martin, das geht nicht, du musst es auseinanderreißen. Fritz hat für seinen Bruder 30.000 Manuskriptseiten auf der Maschine abgetippt und in einem Banktresor aufbewahrt. Katastrophensicher, wie er hoffte. Martin widmete ihm eines seiner Bücher, meinem einzigen Bruder. Die beiden Brüder in einer Aufnahme aus dem Privatarchiv der Familie Heidegger. Er ist 8 Tage vom dreimonatlichen Krebssterben meiner Mutter, ist er noch mal gekommen. Und dieses Handexemplar, ein ganz besonderer Einband von seiner Zeit, den hat er mitgebracht und hat ihr aufs Totenbett gelegt.
Die Heideggers sind schon seit Generationen in der Meßkirchner Gegend ansässig. Die Vorfahren waren kleine Leute, Handwerker, Bauern. Mit Martin aber hatten die Eltern und die Kirche Höheres im Sinn. Martin war ein guter Schüler, er brauchte sich gar nicht anzustrengen, so schien es. Deshalb gab es in den schulischen Beurteilungen nur gedämpftes Lob. Doch schon als kleiner Junge geriet er unversehens in eine Schlüsselrolle der Meßkirchner Kirchengeschichte. Die Kirche musste im letzten Jahrhundert für 2 Jahrzehnte den Altkatholiken zur Benutzung überlassen werden. Am 1. Dezember 1895 wurde sie aber zurückgegeben. Hier, an diesem geschichtsträchtigen Ort, übergab der damalige altkatholische Messner diesen Schlüssel dem 6-jährigen Messnersohn Martin Heidegger. Martin Heidegger kam meist im Herbst so um das Martini-Fest herum am 11.11. hier nach Meßkirch. Dann nahm er an den Feierlichkeiten hier in der Kirche teil und nahm ab und zu auch seinen alten, angestammten Platz, den er früher schon als Ministrant oder Läuter eingenommen hatte, im Chorgestühl ein. Schon früh wollte Martin etwas Bleibendes hinterlassen. Ins Holz der Kirchenempore ritzte er seine Initialen ein. Martin wird aufs katholische Kolleg nach Konstanz und dann nach Freiburg geschickt, wo er 1911 zuerst Theologie und danach Philosophie und Mathematik studiert. In den Ferien kehrt er stets nach Meßkirch zurück. Er pflegt bis ins hohe Alter sein Ritual. Der Gang auf dem Feldweg vom Hofgartentor des Schlosses bis zu einer Bank und weiter. Im Denken unterwegs, nennt er das später. Unterwegs, doch nicht zielgerichtet. In Bewegung, doch gelassen. Der Feldweg wurde ihm zum unvergesslichen Symbol. Vom Feldkreuz her biegt er auf den Wald zu, an dessen Saum vorbei grüßt er eine hohe Eiche, unter der eine roh gezimmerte Bank steht. Darauf lag bisweilen die eine oder die andere Schrift der großen Denker, die eine junge Unbeholfenheit zu entziffern versuchte. Wenn die Rätsel einander drängten und kein Ausweg sich bot, half der Feldweg. Die Weite aller gewachsenen Dinge, die um den Feldweg verweilen, spendet Welt. Im Ungesprochenen ihrer Sprache ist, wie der alte Lese- und Lebemeister Eckehart sagt, Gott erst Gott. Aber der Zuspruch des Feldweges spricht nur so lange, als Menschen sind, die in seiner Luft geboren, ihn hören können. Sie sind Hörige ihrer Herkunft, aber nicht Knechte von Machenschaften. Der Mensch versucht vergeblich, durch sein Planen den Erdball in eine Ordnung zu bringen, wenn er nicht dem Zuspruch des Feldweges eingeordnet ist. So wird der Mensch zerstreut und weglos.
dem Zerstreuten erscheint das Einfache einförmig. Das Einfache ist entflohen. Seine stille Kraft ist versiegt. Im Ersten Weltkrieg machte eine ganze Generation Bekanntschaft mit der Erfahrung, die Heidegger in seinem Hauptwerk später nennen wird, die Geworfenheit der Existenz. An die Front geworfen, als Material in den Schlachten verheizt, vom Himmel gefallen. Heidegger hatte Glück, er überlebte. Er kehrte von kurzen Kriegseinsätzen nach Freiburg an den Schreibtisch zurück. Inzwischen hatte er geheiratet, eine Frau aus protestantischer Familie. Im katholischen Milieu Heideggers sah man das nicht gerne. Er kehrte nicht zurück zu den scholastischen Themen seiner Dissertation und Habilitation. Nicht länger verstand er sich als katholischer Philosoph. Edmund Husserl setzte ihn auf die Spur des alltäglichen Abenteuers unseres In-der-Welt-Seins. Seit 1923 lehrt Heidegger in Marburg. Um ihn beginnen sich Schüler zu sammeln, in jugendbewegter Antibürgerlichkeit, mit der Leidenschaft eines neuen Aufbruchs. Das Gerücht ging um vom heimlichen König der Philosophie in Deutschland, ein König in schwäbischem Loden. Manche, die zu ihm kamen, sollten später große Berühmtheit erlangen. In diesem Jahr, wo ich noch nicht bei Heidegger war, da hatte unser Kreis eben diese Vorderleute. Es gab eine Ortsgruppe Marburg, der Vorderbewegung. Die hatten einen Tisch in der Mensa. Da verstummte immer das Gespräch wie an einem Nachbartisch. Eine sehr auffallend gekleidete jüngere Frau, eine Studentin, sehr attraktiv. Das Wort führte, da hörte immer alles zu in der Umgebung. Erst später habe ich erfahren, das war Hannah Arendt, die damals mit Heidegger in Beziehung stand und ihn liebte. Ja, sie auch? Das weiß ich nicht. In aller Heimlichkeit besuchte Heidegger seine Studentin Hannah Arendt in ihrem winzigen Zimmer unterm Dach. Natürlich hat sie ihm Gedichte geschrieben. Hannah Arendt ging nach wenigen Monaten fort von Heidegger. Der wollte es so. Unabsehbares und Unwiderrufliches durfte nicht geschehen. Hannah Arendt hat später berichtet, dass die Begegnung mit Heidegger ihr geholfen habe, sich selbst und ihre Welt zu entdecken. Sie ging zu Karl Jaspers nach Heidelberg. Jaspers fühlte sich von Heidegger zugleich angezogen und abgestoßen. Jaspers über Heidegger 1949. Unter den Zeitgenossen der erregendste Denker. Herrisch, zwingend, geheimnisvoll. Dann aber leer, loslassend. Beim Tode Jaspers 1969 liegen seine Notizen zu Heidegger wie all die Jahre zuvor griffbereit auf dem Schreibtisch. 1927 erschien Heideggers Sein und Zeit. Das Werk ist dem später von den Nazis verfemten Husserl gewidmet. Die Widmung auf dem Titelblatt zieht Heidegger 1938 auf Druck des Verlages hin zurück. An der Widmung im Text hält er jedoch fest. Sein und Zeit galt sofort als epochemachendes Werk. Man spürte darin ein leidenschaftliches Denken, das auf die Herausforderungen der Moderne antwortete. Heidegger geht auf alltägliche Lebenserfahrungen zurück. Diese Erfahrungen sind in den 20er Jahren vor allem Krisenerfahrungen. Denn was Nietzsche angekündigt hatte, die Umwertung aller Werte, das hat sich inzwischen vollzogen. Der Wert, der alle anderen Lebenswerte regiert, ist das Geld. Die menschlichen Beziehungen und Schicksale hängen von ihm ab. Das ganze Leben des Menschen soll sich im Geldwert ausdrücken können. Und wenn nun das Geld selbst in die Inflation hineingerät, dann wird eben auch das Leben wertlos. Heidegger analysiert, wie es zu diesem Wertloswerden des Lebens überhaupt kommen konnte. Er geht auf die existenzielle Grundsituation zurück. Der Mensch muss sich zu seinem Sein verhalten. Er kann auch vor sich selbst davonlaufen. In das inflationäre Getriebe der öffentlichen Meinung beispielsweise.
Jeder ist so wie der andere und keiner ist er selbst. Das nennt Heidegger die Uneigentlichkeit, das Mann. In dieser alltäglichen, von der technisierten Massengesellschaft geprägten Szenerie der Uneigentlichkeit stellt Heidegger seine rätselhafte Frage nach dem Sein des Seienden. Wir sind seinsvergessen, sagt Heidegger, darum fliehen wir in die Zerstreuung. Aber unserem Geschick entkommen wir nicht. Wir tanzen auf dem Vulkan. Was ist das Sein? Das Sein ist kein Gegenstand, den wir von außen betrachten können. In den Stimmungen, in der Stimmung der Angst vor allem, erfahren wir es. Die Angst blickt in den Abgrund des Nichts und die Angst kann darüber staunen, dass es überhaupt etwas gibt. Wir kommen aus dem Nichts und gehen ins Nichts. Wir sind ein endliches Ereignis des Seins. In der Entschlossenheit zur eigenen Endlichkeit erschließt sich uns das Sein, das wir selbst sind. Diese Entschlossenheit nennt Heidegger Eigentlichkeit. Die Eigentlichkeit ist der Mut zu sein. Davon spricht Heidegger mit heroischen und auch kulturkritischen Untertönen. Welchen Sinn aber hat das Sein? Also der Sinn ist nicht etwas ganz anderes als das bloße Sein. Etwa sein Wert oder sonst ein Aspekt, der noch hinzukommen muss, sondern das Sein in seiner eigenen Gerichtetheit. Man kann es sich am besten verdeutlichen, wir haben in der deutschen Sprache den Ausdruck, eine Bewegung im Uhrzeigersinne. Da heißt Sinn nichts anderes als die Richtung, in der der Zeiger sich bewegt. Nicht die Gegenrichtung, sondern diese Richtung. Und so ist die Zeit im Sinne des Geborenwerdens und Sterbens, diese Bewegung der Zeit zwischen Geburt und Tod, das ist selber die Bewegung oder der Weg oder der Sinn der Zeit unseres Daseins in der Zeit. Heidegger zitiert in Sein und Zeit den mittelalterlichen Dichter, dessen Dichtung unter dem Titel Der Ackermann aus Böhmen überliefert ist. Da spricht der Tod zum Ackermann. Die Worte, sobald ein Mensch in diese Welt geboren ist, ist er alt genug zu sterben. Das ist das Geschehnis, dass sich ein Dasein aufgetan hat zwischen Geburt und Tod. Der Tod kommt in die heidegische Philosophie hinein, weil er zum Leben, zum Sein dazugehört von Anfang an. Nicht als das sogenannte letzte Stündlein nur oder besondere Todesarten, die zu bekämpfen sind und dergleichen, sondern der zugehörige Tod, der so zum Leben dazugehört wie das Tal zum Berg. Das Wort Berg hätte keinen Sinn ohne das Wort Tal und so hat das Wort Dasein, Leben, keinen Sinn ohne die Zugehörigkeit des Todes. In dem Sinne ist die Zeitlichkeit zwischen Geburt und Tod der Ausdruck für den Sinn unseres Daseins selbst. Heidegger hatte sich 1923 eine Hütte gebaut in Tottnauberg, südlicher Schwarzwald. Dort und im Bauernhaus am Hang schrieb er Sein und Zeit. Heidegger suchte in der Hütte die Stille, aber er empfängt auch Besucher. Für seine Schüler wurde Tottnauberg fast schon zum Wallfahrtsort. Man musste zu ihm heraufsteigen, durfte mit ihm Wasser holen, Holz sägen und vor allem Skilaufen. Einer seiner Besucher hat damals Tagebuch geführt. Über den Jahreswechsel 1931-32 schrieb Hermann Mörchen folgende bisher nicht veröffentlichte Notiz. Der Empfang war freundlich und ruhig. Wir kamen gerade zum Mittag. Am Nachmittag ging es dann zum Skiüben hinaus und Heidegger gab uns die ersten Anweisungen. Man schläft dort oben sehr ausgiebig, abends um 8:30 schon.
ist Hüttenzeit. Trotzdem ist es im Winter lange genug dunkel, dass auch noch etwas Zeit zum Spatzen übrig bleibt. Von Philosophie war freilich nicht die Rede, sondern vor allem vom Nationalsozialismus. Die einst so liberale Anhängerin Gertrud Bäumers ist Nationalsozialistin geworden. Und ihr Mann folgt ihr. Ich hätte es nicht gedacht. Und doch ist es eigentlich nicht zu verwundern. Verstehen tut er nicht viel von Politik. Und so lässt ihn wohl wesentlich sein Abscheu vor aller mittelmäßigen Halbheit von der Partei etwas erhoffen, die etwas Entschiedenes zu tun und damit vor allem dem Kommunismus wirksam entgegenzutreten verspricht. Demokratischer Idealismus und brüningsche Gewissenhaftigkeit könnten, wo es einmal so weit gekommen sei, nichts mehr schaffen. So müsse heute eine Diktatur, die vor Boxheimer Mitteln nicht zurückschrecke, gut geheißen werden. Nur durch eine solche Diktatur sei die schlimmere kommunistische, die alle individuelle Persönlichkeitskultur und damit alle Kultur im abendländischen Sinne überhaupt vernichte, zu vermeiden. Mit politischen Einzelfragen beschäftigt er sich wohl kaum. Wer hier oben wohnt, der hat für all das andere Maßstäbe. Noch nie früher haben wir ihn so persönlich kennengelernt wie hier, wo er sich ganz ursprünglich gibt und gar nichts Schroffes und Abweisendes hat. Heidegger war unpolitisch. Aber in der Krisenstimmung der frühen 30er Jahre schlägt bei ihm das Denken über Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit ins Politische um und wendet sich gegen die parlamentarische Demokratie, die er dem Bereich des Uneigentlichen, Schwächlichen zuschlägt. Ihn zieht das Antibürgerliche, das Revolutionäre, die Kompromisslosigkeit an. Von der Vernunft der Mehrheitsentscheidungen hält er nichts. Heidegger hatte in seiner Philosophie von der Entschlossenheit gesprochen. Sie bezog sich auf den Einzelnen, der sein Dasein will. Jetzt bezieht er diese Entschlossenheit auf ein ganzes Volk, das sein Dasein wollen soll. Das kann nur geschehen, wenn da jemand ist, der die anderen mitreißt, eine Führerfigur, in der ein gemeinsamer Wille charismatische Gestalt gewinnen soll. Von der bündischen Jugendbewegung her ist ihm der Führermythos vertraut und auch in seiner Philosophie steckt ein herrischer Gestus. Er sagte einmal: Wenn alles zusammenbricht, das ist die große Zeit der Philosophie. Der Philosoph des verwegenen Daseins, der Philosoph des Sein und des Nichts, braucht die Katastrophe. Und deshalb gehört Heidegger, wie die Mehrheit der Intellektuellen damals, zu den Totengräbern der Weimarer Demokratie. Und deshalb sieht er im Zusammenbruch die einzige Chance zum neuen Aufbruch. Und deshalb lässt er sich kurz nach der nationalsozialistischen Machtergreifung zum Rektor der Freiburger Universität wählen. Das war eine in die große Öffentlichkeit hineinwirkende Parteinahme für den Nationalsozialismus. Allerdings hatte Heidegger sich seinen privaten Nationalsozialismus zurechtgemacht, ohne Rassismus und Biologismus. Nationalsozialismus, das war für ihn, statt sogenanntem verantwortungslosem Gerede, die entschlossene Tat. Statt anonymer, konkurrenzhafter Gesellschaft, die nationale Gemeinschaft. Statt wissenschaftlichem Fachidiotentum, die Wiederherstellung des altgriechischen Wissenschaftsethos. Ist Heidegger in sein Rektorat gedrängt worden oder hat er sich vorgedrängt? Nein, die Vorgeschichte der Kandidatur Heideggers lässt eindeutig den Schluss zu, dass Heidegger zum Rektorat gedrängt worden ist. Das schließt nicht aus, dass Heidegger in der Zeit eingreifen wollte, von der Universität her auch mittelbar auf die politischen Verhältnisse einwirken wollte, verändert einwirken wollte. Ich lese in der Rektoratsrede, die hier gehalten wurde, in diesem Auditorium. Es sitzen hier nationalsozialistische Größen,
offizielle Vertreter. Es hat die nationalsozialistische Revolution auf der Straße und im Parlament stattgefunden, mit blutigem Terror zum Teil stattgefunden. Und hier steht Heidegger und verkündet offenbar einen Umbruch auch in der Philosophie und spricht so Sätze wie: Und die geistige Welt eines Volkes ist nicht der Überbau einer Kultur, sondern sie ist die Macht der tiefsten Bewahrung seiner erd- und bluthaften Kräfte als Macht der innersten Erregung und weitesten Erschütterung seines Daseins. Oder er spricht davon, die erste Bindung ist die in die Volksgemeinschaft. Ja, nun wird der erste von Ihnen zitierte Satz durch den nachfolgenden Satz gleichsam aufgehoben. Der nachfolgende Satz lautet: Eine geistige Welt allein verbirgt dem Volke die Größe. Heidegger weist später den Gedanken von Blut und Rasse selbstverständlich zurück. Heidegger sagt, alle Führung muss der Gefolgschaft die Eigenkraft zugestehen. Jedes Folgen aber trägt in sich den Widerstand. Dieser Wesensgegensatz im Führen und Folgen darf weder verwischt noch gar ausgelöscht werden. Man muss sich klar machen, dass diese Stelle, diese Definition von das Verhältnis von Führen und Folgen und die Definition der Gefolgschaft durch die Begriffe Eigenkraft und Widerstand in krassem Widerspruch zur nationalistischen Definition dieses Verhältnisses steht. Haben das die Nationalsozialisten bemerkt, diesen Widerspruch, wenn es einer war? Diesen Widerspruch haben sie zunächst übersehen, obwohl gleich nach Heideggers Rektoratsrede von nationalsozialistischer Seite die Kritik einsetzte. Der Minister selbst, Wacker, übte heftige Kritik an der Rektoratsrede, nicht wegen dieses Zitates, sondern weil hier die wesentlichen Gehalte der nationalsozialistischen Weltanschauung fehlen, unter anderem Rasse, das rassisch-völkische. Gleichwohl muss man sagen, dass sie die subtilste Rede war und die Gegenstellung Heideggers zur nationalistischen Weltanschauung zunächst überhört wurde. In der Tat, ein Zeitungsbericht von 1934 beweist, man benutzte Heideggers Prestige und ließ dessen privaten Nationalsozialismus auf sich beruhen. Für seine Durchdringung der Universität mit nationalsozialistischem Geist bedankte sich das Ministerium bei ihm nach seinem Rücktritt vom Rektorat 1934. Mit dem Thema Heidegger und der Nationalsozialismus beschäftigt sich ein Buch von Victor Farias, das in Frankreich großes Aufsehen erregte und inzwischen auch in der Bundesrepublik erschienen ist. Für den Chilenen Farias, den die Pinochet-Diktatur ins Exil getrieben hat, ist Heideggers nationalsozialistisches Engagement nicht nur eine Episode. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass Heidegger wirklich mit dem Nationalsozialismus gebrochen hat. Natürlich ist die Kritik Heideggers sehr scharf und sehr hart, in der Nietzsche-Vorlesungen zum Beispiel, gegen den offiziellen Denker des Nationalsozialismus, also die Leute, die zunächst gegen die andere Fraktion den Kampf gewonnen hatten. Aber andererseits hielt sich Heidegger selbst als der wahre Nationalsozialist und Rosenberg und den anderen als die falschen, als die, die mit biologischen Kategorien einen wunderbaren metaphysischen Faktum wie das deutsche Volk verstehen wollten. Andererseits aber gibt es Berichte genug auch von Karl Jaspers, dass Heidegger gerade diese Vorlesungen mit einem Hitlergruß angefangen hat. Und dass während 36 dieser Hitlergruß in der Universität Freiburg schon abgeschafft worden war, hat er 38 wieder versucht, diesen Gruß wieder einzuführen. Besonders bei seinen Vorträgen im Ausland trägt Heidegger demonstrativ das Parteiabzeichen. Dass Heidegger sich seinen privaten Nationalsozialismus zurechtgemacht hat, will Farias nicht als Entlastung gelten lassen. Jeder Versuch, in eine Bewegung zu kommen mit dem eigenen Kopf, ist ein privater Versuch. Also er konnte nicht einen Massenversuch unternehmen, er war nur eins. Aber er war ein großer Eins, wie der Eins von Heraklit oder von Parmenides. Und was er gemacht hat, ist tatsächlich eine Art von existenziellen, heroischen Vorschlag, um diese Bewegung, sagen wir, in seinem Sinne nicht zu vergeistigen, sondern eine philosophische Grundlage zu geben. In diesem Sinne ist er treu geblieben
Und zwar nicht nur während des Nationalsozialismus, sondern für meine Interpretation auch danach. Das Document Center in Berlin verwahrt die Personalakte Heidegger. Daraus geht hervor, Heidegger ist am 1. Mai 1933 der NSDAP beigetreten und ist bis zum Ende Parteimitglied geblieben. Er hat pünktlich seine Beiträge gezahlt. Er hatte Gegner im Parteiapparat, zum Beispiel das Amt Rosenberg verübelte ihm, dass er den Rassismus und Biologismus verwarf. Auch dem Staatssicherheitsdienst war Heidegger suspekt, man schickte ihm Spitzel in die Vorlesung. Aber Heidegger hatte auch Freunde in der Partei. Ein Forschungssemester gewährte man ihm 1943, weil, wie es im Antrag der Philosophischen Fakultät Freiburg heißt, durch eine größere Veröffentlichung von Seiten Heideggers die Stellung des deutschen Geistes in der Welt eine sehr wesentliche Stärkung und Erhöhung erfahren würde. Das Kapitel Heidegger und der Nationalsozialismus ist noch lange nicht abgeschlossen. Auch deshalb nicht, weil Heidegger selbst zur Klärung öffentlich wenig beigetragen hat. Auch nicht im berühmten Spiegel-Interview von 1966. Es fehlen dort Worte der Scham und des Entsetzens. In Briefen und im persönlichen Gespräch war das anders. Wir haben sehr freimütig darüber gesprochen, wobei man natürlich als jüngerer Mensch etwas in Schwierigkeiten kommt, weil man heute sehr schwer die damalige Zeit endlich nachempfinden kann, auch in vielen sehr schwer verstehen kann. Ich habe ja noch einen zweiten, meines Erachtens genauso wichtigen Lehrer, Ernst Bloch, gehabt. Und Ernst Bloch hat sich ja verwickelt wieder in anderer Richtung. Er glaubte ja, dass Moskau das neue Jerusalem ist und dass Stalin die Inkarnation eines neuen Jesus Christus ist. So war für uns eigentlich immer die Frage, die Verwicklung der Zeit damals. Es hat klarsichtige, weitsichtige, wie etwa Thomas Mann, Analytiker gegeben, die genau wussten, wohin es ging. Aber Heidegger hat doch sehr abseits diesen ganzen politischen Diskussionen gestanden, ist dann in dieses Rektorat mehr oder weniger reingedrängt worden und glaubte nun dort, seine Vorstellung einer Freiburger Universitätsreform verwirklichen zu können. Dies war traumtänzerisch. Diese Traumtanz hat Heidegger, wie gesagt, sehr schnell durchschaut und sich dann doch sehr schnell zurückgezogen und sich seiner ausschließlich philosophischen Arbeit zugewandt. Im Auditorium Maximum war alles versammelt, was Rang und Namen hatte. Parteiuniformen, Uniformen aller Art. Und ich glaube, die Studenten waren in der Minderheit. Dann kam Heidegger herein, musste sich den Weg bahnen zum Katheder und stand dann oben und begann jedes Wort skandierend. Ich lese Logik. So habe ich sie in Erinnerung. Ich lese Logik. Logik kommt von Logos. Heraklit hat gesagt. Es war mir sofort klar, dass die Veränderung der Thematik Abkehr war vom politischen Umtrieb. Und dass es sich, dass er, der Denker, sich zurückbesann auf sein eigenstes Werk. Warum bleiben wir in der Provinz? Unter dieser Überschrift begründet Heidegger in einem Zeitungsartikel von 1934, warum er im Herbst 1933 den Ruf an die Berliner Universität abgelehnt hatte. Das war die Weigerung, Staatsphilosoph in der nationalsozialistischen Metropole zu werden. In dem Artikel erklärt er die Provinz zum rechten Ort der Philosophie. Zugleich aber grenzt er sich ab von dem, wie er schreibt, verlogenen Gerede der Literaten über Volkstum und Bodenständigkeit. Heidegger zieht sich nach 1934 von der praktischen Philosophie zurück. Sein Denken aber bleibt politisch. Sein Thema ist nun der Nihilismus. Die Wüste wächst, hatte Nietzsche gesagt. In seiner Nietzsche-Vorlesung von 1937 fragt Heidegger nach dem Ursprung eines Machtdenkens, das die Verwüstung bringt. Indirekt ist das auch eine Abrechnung mit dem eigenen Machtrausch. Und doch erscheint ihm der Nationalsozialismus jetzt nur als eine Episode in einem lange währenden Prozess der Verwüstung durch das Machtdenken. Diesem Prozess im Allgemeinen und nicht der verbrecherischen Politik der Nazis im Besonderen gibt er die Schuld am Krieg. Und deshalb kann er auch noch 1943 davon sprechen, dass Deutschland als Herz des Abendlandes
gegen den Bolschewismus und Amerikanismus verteidigt werden müsse. Heidegger in seiner Heraklit-Vorlesung 1943. Der Planet steht in Flammen. Das Wesen des Menschen ist aus den Fugen. Nur von den Deutschen kann, gesetzt, dass sie das Deutsche finden und wahren, die weltgeschichtliche Besinnung kommen. Zu diesem Zeitpunkt repräsentieren für ihn die Nazis nicht mehr jenes Deutsche, woraus die Besinnung kommen soll. In den Nazis erkennt er den brutalsten Ausdruck des Willens zur Macht. Er erklärt 1943, das Wertdenken der Metaphysik des Willens zur Macht ist in einem äußersten Sinne tödlich. Das ist gegen den Nationalsozialismus gesprochen. Dazu gehörte Mut. Aber er hatte nicht den Mut, die Partei des Verbrechens zu verlassen. So bleibt er indirekt mitverantwortlich für das, was geschah, als die Nationalsozialisten die grauenvollsten Konsequenzen aus dem Willen zur Macht zogen. Heidegger in einem Brief an Karl Jaspers 1950. Ich träumte und dachte im Grunde nur an die Universität, die mir vorschwebte. Was ich da berichte, kann nichts entschuldigen. Es kann nur erklären, inwiefern von Jahr zu Jahr, je mehr das Bösartige herauskam, auch die Scham wuchs, jemals hier unmittelbar und mittelbar mitgewirkt zu haben. Im November 1944 wurde Heidegger zum Volkssturm eingezogen. Bei der NS-Dienststelle war man sich uneins. Die einen wollten den Philosophen loswerden, die anderen wollten ihn schützen. Menschen arbeiten fürs Überleben. Heidegger erhält die Erlaubnis, seine Manuskripte zu sammeln und in Sicherheit zu bringen. Ende 1944 verlegt Freiburg seine zentralen Einrichtungen, darunter die Universität, in sichere Rückzugsgebiete. Ins idyllische obere Donautal, nach Beuron und hinauf zur Burg Wildenstein, zieht die philosophische Fakultät mit 20 Studenten und 10 Professoren, darunter Martin Heidegger. Das ist Heideggers Gegend. Meßkirch ist nahe. Am Fuß der Burg Wildenstein haben die Heideggers im 18. Jahrhundert gelebt. Während rings die Städte in Schutt und Asche versinken, beschäftigt sich Heidegger mit dem Wesen des Kunstwerks. Die Sprache ist das Haus des Seins, lehrt er. Er vertieft sich in Hölderlin, der die obere Donau in der Isterhymne besungen hatte. Jetzt komme, Feuer. Begierig sind wir, zu schauen den Tag. Und wenn die Prüfung ist durch die Knie gegangen, mag ein rührendes Waldgeschrei. Hier aber wollen wir bauen, denn Ströme machen urbar das Land. Man nennet aber diesen den Ister. Schön wohnt er. Es brennet der Säulen Laub und reget sich. Wild stehen sie aufgerichtet untereinander. Darob ein zweites Maß, springt vor, vom Felsen das Dach. Mit Hölderlin fragt Heidegger, wie sind wir in die Fremde geraten, wie kommen wir wieder nach Haus? Auf der Burg Werenwag hält Heidegger am 27. Juni 1945 einen Vortrag über Hölderlin. Für viele Jahre sein letztes offizielles Auftreten. Der nach Freiburg zurückgekehrt, erhält er, von einer Bereinigungskommission als Nazi eingestuft, Lehrverbot. Es bleibt bis 1951 bestehen. Heideggers Nachkriegsphilosophie setzt die Kritik des Machtdenkens fort. Die aktivistischen, heroischen Untertöne der Philosophie der 20er Jahre verschwinden.
Eine andere Art, dem Sein zu entsprechen, rückt in den Mittelpunkt. Die Gelassenheit. Gelassenheit ist eine Antwort auf die Unverfügbarkeit des Seins. Heidegger findet sein Tao. Das zulassen, was uns sein lässt. Er versucht sich an einer Übersetzung des Lao Tse. Seine Philosophie kreist mit wachsender Intensität um das Problem der Technik, genauer um das Problem, dass der Mensch den von ihm verfertigten Instrumenten immer ähnlicher wird. Das Problem der Selbstinstrumentalisierung des Menschen. Ja, zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen die Technik bin. Ich habe nie gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche, das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren, mit der Gefährlichkeit der Atombombe und noch einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und Dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit und wurden bereits schon von Nobelpreisträgern in einer Tagung in Lindau ausgesprochen, was ich in einem Vortrag vor Jahren in Meßkirch schon zitiert habe. Also vor allem das Missverständnis ist abzulehnen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil, ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, dass der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist, dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Ich sehe also im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geschehnisses, was ich das Ereignis nenne. So gut es geht, meidet Heidegger die Öffentlichkeit. Er zieht sich auf die Hütte von Todtnauberg zurück. Es war Heideggers Wunsch, dass die Hütte nach seinem Tode für die Öffentlichkeit verschlossen bleiben sollte. So sind es nur Erinnerungsbilder, die ins Innere der Hütte blicken lassen. Ein Film aus dem Privatarchiv der Familie Heidegger. Eine Geburtstagsfeier des Philosophen in Todtnauberg. Bäuerinnen aus der Gegend kommen zur Gratulation. Inszenierungen gehören zur großen Philosophie. Diogenes zum Beispiel hat keine einzige Zeile, sondern nur die Inszenierung seines Lebens als Philosophie hinterlassen. Und so ist auch die Hütte von Todtnauberg nicht nur Lebensform, sie ist auch symbolträchtige Inszenierung, die zu denken geben soll. Rinnt hier nicht ein Wissen aus archaischer Quelle? Die Hütte. Steht sie nicht in der Nähe des vergessenen Ursprungs? Sind wir hier den einfachen Dingen nahe? Wohnt hier der Hirt des Seins?
Oder ist Todtnauberg auch ein philosophischer Feldherrnhügel? Auf jeden Fall ist die Hütte eine Art Reservat. Heidegger 1959. Heute lebt das eigentliche, die Urkunde des Seins erkundende Denken nur noch in Reservationen. Dieses erkundende Denken unterscheidet Heidegger von jeder Wissenschaft. Diese Unterscheidung hat seinen Schülern und Kritikern viel Kopfzerbrechen gemacht. Ja, und zunächst mit dem Kopfzerbrechen zu beginnen. Ich finde, das ist ganz gesund. Es ist noch zu wenig Kopfzerbrechen. Heute in der Welt so eine große Gedankenlosigkeit, die eben mit der Seinsvergessenheit zusammenhängt. Und dieser Satz, die Wissenschaft denkt nicht, der viel Aufsehen erregte, als ich ihn in einer Freiburger Vorlesung aussprach, bedeutet, die Wissenschaft bewegt sich nicht in der Dimension der Philosophie. Sie ist aber, ohne dass sie es weiß, auf diese Dimension angewiesen. Zum Beispiel die Physik bewegt sich im Bereich von Raum und Zeit und Bewegung. Was Bewegung, was Raum, was Zeit ist, kann die Wissenschaft als Wissenschaft nicht entscheiden. Die Wissenschaft denkt also nicht. Das heißt, sie kann gar nicht denken in dem Sinne mit ihren Methoden. Ich kann nicht zum Beispiel physikalisch oder mit physikalischen Methoden sagen, was die Physik ist. Sondern was die Physik ist, kann ich nur denken, philosophierend sagen. Der Satz, die Wissenschaft denkt nicht, ist kein Vorwurf, sondern ist nur eine Feststellung der inneren Struktur der Wissenschaft, das zu ihrem Wesen gehört, dass sie einerseits auf das, was die Philosophie denkt, angewiesen ist, sie selbst aber das vergisst und nicht beachtet. Hat Heidegger mit diesem Denken über die Wissenschaft Einfluss ausgeübt auf Wissenschaftler? Ich glaube, man muss sagen, dass ein unmittelbarer Einfluss des heideggerschen Denkens auf heutige Naturwissenschaft kaum vorliegt. Ich glaube allerdings, dass man sich darüber auch nicht so sehr wundern sollte. Denn das Verhältnis von Naturwissenschaft und Philosophie scheint mir etwa so zu sein. Heidegger hat gelegentlich gesagt, er hat damit die Wissenschaftler geärgert, aber er hat etwas sehr Wichtiges gesagt, die Wissenschaft denkt nicht. Das soll heißen, die Wissenschaft im Gegensatz zur Philosophie zieht ihre eigenen Voraussetzungen nicht in Zweifel, nicht in Frage. Das meint er hier. Nun, eine Wissenschaft, die ihre eigenen Voraussetzungen nicht in Frage zieht, wird natürlich von einer Philosophie, die eben dieses tut, auch nicht beeinflusst werden. In Wirklichkeit aber, glaube ich, ist der Prozess so, dass die moderne Naturwissenschaft und überhaupt alle Naturwissenschaft, dort wo sie wirklich große Schritte tut, das genau dadurch tut, dass sie doch denkt, und zwar im heideggerschen Sinne, nämlich ihre großen Fortschritte bedeuten gerade, dass sie ihre Voraussetzungen in Frage stellt. Und das ist in der Relativitätstheorie und in der Quantentheorie in unserem Jahrhundert geschehen. Aber das ist geschehen ohne Einfluss von Heidegger, allerdings gar nicht ohne Einfluss von Philosophie. 1955 soll Martin Heidegger in Meßkirch eine Gedenkrede auf seinen Landsmann, den Komponisten Konradin Kreutzer, halten. Doch er spricht nicht über den Komponisten. Unter dem Titel »Der Mensch im Atomzeitalter« spricht er über die Gelassenheit, das große Thema seiner Spätphilosophie. Wir können zwar die technischen Gegenstände benutzen und doch zugleich bei aller sachgerechten Benutzung uns von ihnen so frei halten, dass wir sie jederzeit loslassen. Die technischen Gegenstände können wir in Gebrauch nehmen in der Weise, wie sie genommen werden müssen. Aber wir können diese Gegenstände zugleich auf sich beruhen lassen, als etwas, was uns nicht im Innersten und Eigentlichen angeht. Unser Verhältnis zur technischen Welt wird
auf eine wundersame Weise einfach und ruhig. Wir lassen die technischen Gegenstände in unsere tägliche Welt herein und lassen sie zugleich draußen. Das heißt, auf sich beruhen als Dinge, die nichts Absolutes sind, sondern selbst auf Höheres angewiesen bleiben. Ich möchte diese Haltung des gleichzeitigen Ja und Nein zur technischen Welt mit einem alten Wort nennen, die Gelassenheit zu den Dingen. Solche Gelassenheit erreicht nur, wer an kein Ziel mehr kommen will. Der kann sich dann auch nicht mehr verirren. Er kommt immer nach Haus, weil er bei sich bleibt. Also unter dem erschreckt Freiburg am 15.10.75. Lieber Karli, dir und deiner Familie danke ich herzlich für das Gedenken zu meinem Geburtstag. Ich denke jetzt oft an unsere Jugendzeit zurück und dabei auch an dein Elternhaus mit den vielen Tieren auf der Terrasse. Unter anderem war ein Uhu. Heidegger über die Philosophie? Die Philosophie ist eigentlich Heimweh. Ein Trieb, überall zu Hause zu sein. Je älter das er wurde, desto inniger zog es ihn zurück in die Heimat. Und aus diesem Grunde äußerte er ja selbst den Wunsch, dass er auf dem Heimatfriedhof in Metzger seine letzte Ruhestätte findet. Und das wurde ihm auch erfüllt. Heidegger begann einmal eine Aristoteles-Vorlesung mit dem Satz: Aristoteles wurde geboren, er philosophierte und starb. So wollte Heidegger, dass auch von ihm gesprochen werde. Denn das war wohl sein großer Traum. Für die Philosophie leben und vielleicht sogar in der Philosophie verschwinden.